Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fegelein. 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 Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er wird uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Es bleiben im Raum. Stalin! Ich war hier von der Akademie. Ganz Europa erobert. Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen. Wie es ist mein Wille. Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stadtkern. Tactical Nuke incoming! Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Die Logik der Frau. Anders kann man das nicht machen. Wenn es für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Es ist mein Wille! Erbitten. Ist in Ordnung, komm. Es wird ein böses Erwachen geben. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzubringen. Fremder, unberechenbarer Künstler, all die anderen, ja! Ich will sofort zum Bericht! Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Vorstoßende Sowjetverbände erwähnen sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen greimen.